Vampire, die verfolgen mich hier jetzt ein bisschen. Das ist vielleicht nicht der beste Zeitpunkt, um die jetzt zu uns zu locken, Kay. Na, ich lock die nicht zu uns, ich lock die gerade in den Sumpf. Okay. Ich musste, also ich hätte... Oh, aua! Ups. Hab den Rockjack down. Nice. Ah, shit, man, Shotgun. Shotgun ist das Zauberwort, ne? Uff! Okay, jetzt I might have a problem now. Okay, anscheinend laufen die gerade weg. Dein Stuff ist im Megaloceros. Müsste eigentlich alles sein. Oh, dankeschön, Mann. Okay. Ja, ey, Bär ist halt echt das Niceste, so. Ich glaube auch, man sollte das einfach mit Crossbow probieren. Don't know. Die haben auf jeden Fall, wie gesagt, Longnecks und so am Start. Ja, ist ja an sich kein Akt. Können wir, glaube ich, auch alles machen mittlerweile, oder? Ja, die rasen hier halt immer noch rum. Aber Bär ist halt übel, so kriegst du halt nicht gebullert und so, ne? Ja, deswegen finde ich es halt auch unnötig, jetzt 1000 Wölfe zu tamen, außer vielleicht zum Opfern oder so. Aber eigentlich macht Bär viel mehr Sinn. Ah, gut. Neon, bist du gerade auf Toilette? Ja. Okay. Okay, so, weiter geht's. Und Blutzapfen. Nice. So, gut, was kann ich denn jetzt machen erstmal? Also wir brauchen jetzt erstmal irgendwie Longneck, Shotgun und so ein Stuff, ne? Jo. Forge, das machst du jetzt, ne? Bin gerade dabei, ja. Aber weißt du was, ich hol schon mal... Ah, wir haben ja noch Holz drin. Ich hau mal hier einfach mal ein bisschen Holz. Oh, ich hab ihn gekillt mit letztem Feuer, GG. Ich hau mal einfach hier ein bisschen Holz in die Lagerfeuer, dass mal ein bisschen mehr Kohle entsteht. Ja, ich glaube, aus das kommt heute noch hoch. Meinst du? Ja. Ah, so. Ja, ich... An die Zuschauer, also Gatto versucht die Rockbreaks noch wegzubekommen, nächste Session dann. Na, hoffentlich. Genau, und Beamer sein Leben zurückgekriegt. Und ja, mein Leben kriege ich auch wieder. Ich habe ja nicht mal gefragt, deswegen, na, ist okay, kann ich mit leben, ist okay. So, wie viel Holz haben wir noch in den Forges hier? Ja, lass jetzt gleich mal so irgendwie 8 Forges machen oder sowas. Ich habe drinnen noch 4 aufgestellt. Komm mit einem Megaloceros, okay. Level... warte mal. 2. Also wir können jetzt voll auch auf Defense gehen, ich hätte halt schon Bock einfach mal ein bisschen Action zu machen und jetzt einfach scheiß drauf zu gucken, wo noch die anderen Basen sind, von den anderen Leuten die Mitte abzunerven. Okay. Wir müssen halt noch schnell Longneck und Shotgun-Zeugs müssen wir noch machen. Wie gerade schon gesagt, nimm einfach das mit, was wir brauchen zum Tamen und dann machen wir uns auf den Weg Richtung Alos und dann werden wir bestimmt unterwegs jemanden finden. Ach ja, genau, und wegen Alos, ich habe mal jetzt auf meinem Surfer... Da ist ein Bär bei mir. Oh oh. Und dann kommt noch ein Megaloceros hinterher. Dann sind das auch. Ich brauche Hilfe. Ich versuche nur wegzukommen. Ich mache zur Base, die wissen jetzt gleich, wo wir sind, oder? Mach. Ich komm dir helfen. Ah, ich hab nur 3 Bolas oder so. Ich komme. Gleich tot. Wer geht auf mich los hier? Unterwegs. Oh, Megaloceros geht auch auf mich. Fuck. Ja, das Mammut stirbt. Ich versuche noch wegzukommen, schnell. Boah. Egal. Ja, die machen hier gerade alles kaputt. Ich versuche schnell auf die Base zu kommen. Haben die schon Granaten? Nee. Lass mich hoch. Ja, wir müssen hier mal ein bisschen... Das ging ein bisschen schnell. Hm. Hab ihn gebolert? Auf dem Bären? Oh, nice. Aber ich bin gerade drin. Bin auch gebolert. Ja. Komme. Ich hab halt keine Muni für die. Hab man auch gebolert? Ja, ich hab halt keine. Ja. Keine Muni für die Shotgun. Knallt den Wolf ab, wenn's geht, vielleicht. Wie seid nur am Bolas werfen sind, ey. Ja, Hilfe, ich bin tot, so gut wie. Ich seh grad nur Beam, wo bist denn du? Ja, bei der Base. Bei der Base? Ach, wir sind draußen, lol. Ja, ich spring einfach aufs Dach, egal. Oh, der Wolf ist der Beam? Ja. Hinter mir ist einer mit Bolas, weil der hittet nix, das ist ganz gut. Wir haben halt keine Muni in der Base, oder? Nicht wirklich, ne. Nicht. Ja, ist halt scheiße. Ich kann Bär und Megaloceros bei mir. Oh lol, ich bin stuck hier. Ah, ich hab keine Bolas mehr. Komm mal. Ich hab den nächsten Jump gemacht. Der ist down. Shit, Mann, ich hatte meine Pebble Suits nicht ausgerüstet. Der ist wieder an der Base bei uns, Alter. Der rennt hier einfach an der Klippe entlang. Fuck!
Können die Bären fahren mal bitte eventuell? Ja. Ah, Respawn war jetzt nicht die beste Idee unbedingt, hä? Okay. Fuck. Bin festgestuckt, ich kann mich nicht bewegen. Cool. Bin runter. Ah, der auf dem Bär ist oben rum. Ne, ist er nicht. Ja, ich kann dir nicht helfen, ich bin runtergeschossen. Ah, Respawn war mega dumm. Ich kann ja nichts machen. Oh! Ich halt Rüstung nehmen. Gebolert. Ja, die Bären fallen, dass die nicht laden, das ist halt dumm. So. Ah, ich bin tot. Ah, fuck. Ja, respawnen können wir gerade, glaube ich, nicht. Ja, ich bin gerespawnt. War nicht so schnau. Versuch mir, ich kann mal Parasuits machen und versuchen wegzukommen. Das Einzige, was ich machen kann. Ich habe Parasuits sogar. Ja, ja. Bin tot. Jo, ich auch. Ich mache mir noch schnell irgendwie Werkzeug oder so. Oh je, näher, noch zwei Leben, Alter. Ja, keine Ahnung, ist halt lose, weiß ich nicht. Also, jetzt. Dass die Bärenfallen halt nicht geladen haben, ist halt komplett doof. Ja, passiert. Ich versuche jetzt hier noch schnell ein bisschen Base, Stuff aus der Base zu nehmen. Es wird schwierig, da rauszukommen. Wir werden wahrscheinlich die Tür abcampen, nehme ich mal an. Jetzt könnte es vielleicht noch gehen. Wir müssen auf jeden Fall weg von hier, oder? Keine Ahnung. Nicht? Wird erst weg abhauen, wenn halt Granaten. Ja, die werden halt keine Granaten haben, glaube ich, ne? Okay. Kann mir auch, um ehrlich zu sein, ich weiß nicht, ich kann mir nicht denken, dass die Base von denen so nah ist. Ich glaube, die sind halt einfach hier rumgerast. Ja, die wissen ja, wo wir sind, weil es gibt nicht so viele Rock-Track-Spots. Ja, das ist halt auch dumm, dass wir das sagen mussten. Das hat halt schon wieder was weggegeben. Hm. Ja, was soll man machen? Sollen wir sonst eben warten, dass wir respawnen können, oder? Ja, wir sind beide schon in der Base, hier und ich wird schön gerade hier, ja. Will wenigstens mal ein Parachute haben, falls wir weg müssen hier. Zum Glück habe ich gerade noch mehr Forges nach drinnen gebaut. Sonst hätten wir nämlich jetzt kein Metall mehr. Ja gut, so viel Metall haben wir jetzt auch nicht. Ne, aber wir kriegen mindestens was. Wissen, ja. Aber die werden wahrscheinlich das vielleicht auch noch schnell versuchen, Granaten zu machen oder so, keine Ahnung. Hm. Maybe. Ach, Mann. Also ich hatte den einen auch einmal runtergebohlert, auch zwei, dreimal mit der Simple-Pistole getroffen. Ja, ich hatte halt keine Shotgun und ich hatte zwei Schuss. Ich hatte halt keine Waffe die ganze Zeit, ich konnte nichts machen so. Ich habe zwei Leute gebohlert, aber das, ja, nichts gebracht. Ja, wir haben einfach derbe verkackt, was die Metalldurchlauf angeht, dass wir einfach viel craften können. Und wären die fünf Minuten später gekommen, wäre alles cool gewesen. Maybe, ja. Also wir hätten uns zumindest ein bisschen besser verteidigen können. Oh, Granaten. Echt? Ja. Ja, das ist okay, wir müssen weg. Fuck. Hab ihn runtergenockt. Runtergenockt? Ja, den Spieler. Hab das Megaloceros, ich hau ab. Ah, shit, haben wir noch irgendwo anders hin? Ja, Tames haben wir nicht mehr. Muss runterspringen, aber wenn du da mit dem Fallschirm lang fliegst, dann. Ja, ich bin im Wasser, ich glaube, ich bin noch safe. Ich sehe halt nur kommen, dass jetzt wieder ein Rockdrake mich angreift. Ist doch tot, oder? Also gibt doch bestimmt noch neue. Ja, ich bin weggekommen mit dem Megaloceros. Hm. Hab auch mein Stuff noch gelootet. Au. Okay, wird wohl Zeit für einen neuen Spot, oder? Weil die werden ja auch immer wieder mal vorbeigucken, schätze ich. Wir könnten den im Süden nehmen, wo auch der Spawn ist, der bei Redwood ist. Neon und ich haben gestern ein bisschen geguckt, da wo lila Pins sind. Da sind irgendwie Spots, die wir ganz cool fanden. Okay. Direkt beim Spawn halt. Ich gebe gleich die Koordinaten durch, ich muss erstmal hier klarkommen. Okay, erstmal Stamina recken. Das ist ja auch geil hier, guck mal. Die Koordinaten davon wären 59, 30. Also die sonst da unten Southwest Coast wieder spawnen oder was? Könnte Sinn machen, ja. Okay, ich versuche erstmal schnell. Ach du Scheiße, das ist eine unsichtbare Wand. Warte mal, war da gerade ein Spieler? Nee, das ist, Wie tamt man Biber? Nicht Biber, sondern diese Otter. Das ist mein Otter wahrscheinlich, wenn der da unten noch steht. Nee, du musst einen toten Fisch hinziehen. Ja. Nee, ah, ich bin weggekommen. Der ist Level 48. Ja gut, wir haben erstmal andere Sorgen. Einen Fisch hinziehen muss ich. Mhm. Einen Toten. Mhm. Moment. Scheiß drauf, das will ich jetzt eben probieren.
So. Eben Stamina recken. Ja, wow. Wahrscheinlich noch die Bergbank kaputt machen und die Mörser, also das ist halt komplett useful, wenn die nicht gelockt sind. Was? Wir haben nochmal alles drin kaputt gemacht, die Mörser und Stößel, die Betten, Werkbank. Ja, dann, dann müssen die ja da. Was soll denn das? Ich dachte irgendwie, ach man. Reicht ein Tor der Fisch für einen 48er? Vielleicht brauchst du zwei. Kommt drauf an, wie groß der ist und was das für ein Fisch ist. Ob es ein Sabertooth oder ein Köhl ist. Ich habe es nur einmal hingenommen. Oh nein, 96%, ich werd bescheuert. Ich muss erstmal weg, weil hier sind Wölfe. Schade. Ich warte mal gerade noch mit dem Respawn, sagt mir am besten mal Bescheid, wenn ihr da unten seid. Ja, am besten wir bauen ein Bett dort, oder? Ja, oder so. Ja, wer oder ist ein Spieler da vorne mit Affe. Toll. So low render distance ist so top. Schweine kann ich bowlern, ne? Schweine kannst bowlern, ja. So, hier irgendwo war das Wort. Ich versuche jetzt einfach den zu finden und. Oh, hier ist ein Kanu. Und versuche schnell. Über Ghost. Auf die Akro. Ja. Ja, wir müssten eigentlich gucken. Also im besten Fall wäre es wirklich gut, wenn wir uns irgendwo verstecken, dass die sich erstmal gegenseitig aufs Maul hauen. Ja. Wir sollten ja trotzdem irgendwo bauen, wo es ein bisschen. Alter, Sinn diese Damage-Zahlen. Wenn ich jetzt sterbe, dann. Natürlich. Kein Bock mehr, ganz ehrlich. Dumm. Ja, ich wurde gerade von irgendwelchen. Ich glaube, ja, die chasen mich. Ich wurde von irgendwelchen Termiten gerade einmal gehittet, null Damage kommt und die chasen mich jetzt halt wieder. Nice, ey, richtig gut. Okay, spawnen erstmal alle nicht. Ich versuche den Spot zu finden und ein Bett zu bauen, dann könnt ihr dort dann spawnen. Okay, alles klar. Ich wollte nochmal hier. Hier ist eine Base. Eine ganz kleine Steinbase ist hier. Okay. Das ist ziemlich. Ja, Mist. Ey, wie sind die okay. Immer noch an mir dran, Mann? Der Spot ist besetzt. Okay. Uff. Wir könnten halt eiskalt daneben bauen, vielleicht merken sie es nicht und dann machen wir die platt dann einfach. Wer ist das denn? Ich hab keine Ahnung, ich hab kein Spike-Glass. Ich will jetzt eigentlich auch nicht zu nah ran, weil ich habe ja nichts zum Kämpfen. Ich könnte zur nächsten Cola laufen. Ich weiß nicht, ob's da gab's kein Metal. Ja, zum nächsten Pin. So, lol. Ich kann jetzt die Pins ablaufen, die ich nehme. Wir haben halt wegen Base geguckt. Ja, ich weiß, was du meinst. Hä? Was für eine Cola? Ja, dann machen wir. Gut, dann müssen wir halt so lange warten und gucken, hoffen, dass du da ankommst. Ansonsten, ja, wenn du halt auch tot bist, dann können wir auch alle nochmal neu respawnen. Aber so wäre es halt wirklich safe, wenn wir warten. Ja. Gucken, ich hab grad Terror Birds am Arsch. Bolas hab ich noch. Hab noch 30, 40. Okay, ich hab viele Bolas mitgenommen, das war gut. Ah, oh, fuck. Terror Bird. Ich bin doch schneller, oder? Ja. Der flüchtende Beam. Okay, ich bin relativ nah an dem nächsten Pin. Okay. Ich brauche unbedingt mehr Stimberries. Ich glaube, das war hier oben irgendwo. Zwei Steingates gefunden, die irgendwo in der Landschaft rumstehen. Ich muss mich ganz dringend wie im Bogen machen. Ich glaube, hier ist frei. Ich würde jetzt einfach mal daneben schnell was aufbauen. Ich hoffe nur, dass ihr erstmal hier bei mir sparen könnt. Jetzt kommt hier echt ein Agentavis. Scheiße. Ich habe noch Heidrüstung. Und ich habe Overweight. Ich sehe dich da oben kämpfen. Ja. Ja, mit Movement Speed geht das. Relativ easy hier. Okay, das. So, jetzt haben wir erstmal wieder Hide. Jetzt können wir gleich Betten machen. Brauchst du eine Hide-Rüstung? Hide habe ich. Brauchst du Metall-Tools? Habe ich auch, glaube ich, einstecken. Ja, hab ich dabei. Also irgendwo hier habe ich einen Pin gesetzt. Ja, hier vorne oder nicht? Guck mal. Hier drüben. Ist das nicht hier auf dem Plateau da? Oder so? Ja, würde ich auch denken, auf dem Plateau da vorne wahrscheinlich. Können ja erstmal vorgucken, meinetwegen. Hast du Fleisch einstecken? Nee, nur Pros. Bist du nur weiter vorgelaufen? Ja. Okay, so, sorry, ich muss kurz Telefon. Und, wie sieht's aus?
Ja, wir haben den Spot jetzt gleich. Ich baue jetzt gleich Betten. Soll ich da respawnen bei dem Bett? Da ist ein Bett. Nein. Nee. Das ist noch kein Bett. Ach, das ist alte Base. Übrigens bei dem Wasserfall. Da ist eine Base. Da ist eine Holzhütte hier. Wo? Ich bin ein bisschen weiter vorgelaufen. Siehst du die nicht? Da? Wo ich hingucke? Oh. Okay. Welcher Tribe? Arg überfordert. Kein Plan, wer das ist. Okay. Ja, aber wir müssen ja. Wahrscheinlich ist das Michael. Ich pack dir mal ein bisschen von meinem Fleisch in den Futterdruck, weil ich gerade ein bisschen overweight bin. Das ist ja nett. Ja, irgendwas müssen wir ja eBay machen, ne? Okay. Packen wir einen Öfen rein, das Smithy, ein Bett und dann passt das. Okay. Mach mal irgendwie, weiß nicht, 3 Öfen oder so. Mortar und Pestel vielleicht. Wenn du das hinkriegst. Ja, hab ich schon. Ah, ich glaube, ich bin jetzt. Ah, ich bin schon wieder beim Sumpf. Lord. What? Ja, mehr oder weniger. Ich sehe schon wieder einen Sumpf, ja. Also, das war aus das gewesen vorhin, die am Wasserfall. Ja? Mhm. Ja. Okay. So. Ah, das wusste ich nicht. Habe ich nicht mitbekommen. Ich überlege nur gerade, warum ich hier einen Pin habe. Also, hier muss irgendwo. Muss hier ein guter Spot sein. Theoretisch. Also, hier ist halt alles, ne? Hier ist Metal, Wood, Stein, alles gleich dabei. Hier ist auch noch eine Explorer-Note. Welches Level ist denn der Stego? 63, okay. Gut. Cool. Ey, lass einfach hier bauen. Ey, ah, genau, Neon, das ist direkt, das war so, das ist direkt neben der Explorer-Note einfach der Spot. Das hier ist super. Ich sehe auch okay gerade keine Base hier. Ich würde jetzt ein Bett bauen, dann kann, weiß ich nicht, Kay hat ja eh kein Stuff, dann kann er schon mal herüberporten und Neon, du läufst vielleicht drüber oder so, ich weiß nicht. Hier noch einen Ofen hin? Ne, krieg ich nicht. Hier krieg ich noch einen Ofen hin, nice. Also ich hab jetzt gut übertrieben, was Öfen angeht, ne, aber... Ich seh schon. Ja, ich denk mir jetzt einfach, ey, Vollgas, weißt du? Von einem Extrem zum anderen, ey. So, ja, ein bisschen was können wir machen. Ah, hier ist noch Metal, nice. Hm? Ich brauch halt kein Flak. Ich hab Flak. Aber okay, ich... Okay, 2 Flak-Sets laufen. Ist schon mal schön. Hast du Munition gerade alle genommen? Ah, warte, ich mach mir einfach selber noch welche. Sind nur 50 Schuss drin. Oh, Toffelump ist dead. Hä? Toffel ist komplett raus, Alter. Nein, ist nicht der erste. Eigentlich. Okay, also nichts mehr zu verlieren. Er muss geopfert werden. Also er kann ja noch geopfert werden. Er muss geopfert werden. Nee, aber er kann noch ein Leben bekommen. Ja. Naja. Level 46 Wolf ist da. An sich komm, ey, lass den 46er Wolf schnell wenigstens mitnehmen, oder? Okay, wir machen. Und sitzt halt dann wenigstens wo drauf. Das ist Level 30er Rhino. Na, Sekunde, der Wolf rennt gerade weg. Ah, er liegt, okay. Was? Der Kompi tut mir nichts, solange das nicht 3-4 Stück sind. Ah. Die passiv. Braucht er sich nicht. Ah, wie bei ja Jurassic Park, okay. Ja. Denken. Nice. So. Okay. Dürr im Wolf. Oh, ein bisschen Overweight, wa? Ja. 190 Weight hat der. Haben wir noch Prime Meat? 3 oder so. Ja, wenn nicht, kill ich kurz Archie unten am Strand. Mach, mach. Ja, mach. Bin gespannt, ob die überleben überhaupt. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass jetzt beide gleich tot umfallen. Nein, das überleben die. Komm, die kriegen wir noch. Dann, das wär gut. Jo, der ist... Alter, der ist sogar noch aggressiv auf mich. Los mit dir! Die haben halt Mate-Boost, oder? Na toll, der ist tot. Super. Was, der ist immer noch aggro. Ja, kannst du meinen Wolf mal bitte wegbringen? Oder? Ja, ich versuch's, Moment. Jetzt rennt er weg. Toll. Ja, meiner ist auch noch aggro gewesen. Dann habe ich ihm noch einen Schuss gegeben und er war tot. Ich geh zu Base hoch, ey. Ich renn hier die ganze Zeit mit dem Overweight rum. Dein Wolf hier auf dem Weg stehen lassen, ne? Wieso nice nimmt den da mit? Den Weg, den ich hochgehe, den kann der Wolf, glaube ich, gar nicht hoch. Ich will ganz gerne eben hochgehen, mich so ausladen und dann hole ich den. Liegt da. Damit ist drin. Okay. Na, immerhin einer von beiden. So, Saber ist fertig. Geil. Mal sehen, ob ich die diesmal noch nach Hause bringen kann, ohne dass jetzt alles stirbt. Bitte keine Schweine auf dem Weg. Das ist super. Find's übrigens sehr aber schön, Neon, wie du deinem Affen schön eine Lederkappe gegeben hast. Ja, das gibt Protection. Kano. Oh, ich komme. Und Angriff. Okay, jetzt müsste gerne nicht schießen, ne? Ich kann mein Demo draufschicken.
Ach, der macht ja gar nichts. Attacke. Der greift gar nicht an. Doch? Nee. Achso, dein Kleiner? Nee, der muss von der Schulter. Ah, ich muss F drücken oder zweimal, ne? Doppel F, ja. Auf geht's. K retten. Stimmt, K ist ein Loch gefallen, Leute. Also. Ja, ich hab Revival 1 Flashbacks. Help! Ecke hier drin. K wird irgendwie immer schlechter. Wenn wir uns Zeit lassen, 4 Minuten, dann bleibt er doch noch bis nächste Woche. Stimmt. Dann wäre K eine Woche im Loch. Ja. Das ist voll nee, nächste Session ist am Montag, ne? Wie ein richtiger Knasti. Scheiße gebaut, kommt erst Ich weiß nicht, ob ich komme hier hoch mit dem Follow-Viechern. Ich kann, hätte jetzt heute links lang, glaube ich, ist besser. Ja, muss gucken. Ich versuche jetzt mal hochzulaufen und ihn da irgendwie rauszuholen. Ja, rette mal K. Ich wiege 150. Boah, übelster Wahl, ey. Yes, way. 150 ist super gut. Das ist übel viel. Was? Wenn sich das mal vorstellt, das ist richtig viel. Ich habe gerade Wut einstecken an die Zuschauer. Wiege ich im Real Life, Alter. Oh, okay. Nee. Kampfgewicht, sagst du? Ja, man nannte mich Axel. Ups. Was geht denn jetzt ab hier? Hä? Bist du richtiger Panzer, okay, hä? Vorsicht, von da bin ich runtergefallen. Wo ist denn hier das Loch? Ja. Wo ihr mal reinfallt, damit ich nicht reinrenne? Hier oben. Wo bist du? Jetzt bist du aber an alleine. Ich bin an der provisorischen Base von mir. Okay. Alter, geil, Alter. Ich hab Kern alleine. Escort-Service. Hier, ich zeig dir das, komm mit. Fallt der jetzt. Kannst du dich noch grappeln, ne? Ja, das Ding ist halt, von hier aus kommt man am schnellsten zu Bäumen. Und ich wollte ja Holz holen. Die Todesroute ist das. Ne? Ja, pass auf, hier musst du aufpassen. Wenn du hier auf dem schmalen Grat läufst, dann rutschst du weg und fällst da unten rein. Und wieso? Da kommst du nicht mehr raus. Kann man die Steine nicht wegmachen? Nee. Aber man kann den hier wegmachen, aber du hoverst da vorne in der Luft die ganze Zeit. Du kommst hier nicht rüber. Das ist natürlich dumm. Ich kann den mal wegmachen, vielleicht kommt man da rum. Da oben ist eine Hyäne. Ja. Die beobachtet uns. So kommt man vielleicht raus. Ich probier's jetzt mal nicht aus, wenn jetzt da lang geht. Nur 30 Sekunden. So, gut, also, ja, also ich habe wahrscheinlich jetzt von der zweiten Hälfte der ersten Session sehr viel weggeschnitten, so, weil, ja, wir haben uns ein bisschen wieder aufgebaut an einem neuen Spot, ich kann das mal eben zeigen, das ist jetzt, das ist unsere neue Base. Hey, aber wir haben mehr Waffen als vorher. Aber immerhin sind wir, haben wieder Flak komplett set, das Dumme ist, wir müssen nächste... Oh, die Base fertig. Mach schnell fertig, ja. und wir haben alle drei Waffen, so zumindest erstmal. Jo. Jo, dann habe ich einen Dimo auf der Schulter. Nee, aber hier, Neon hat immer einen Affen. Ich habe einen Wolf und einen Saber hier irgendwie. Mal gucken. Und ich habe Aim, boom! Geht so. Dann müssen wir wieder Deathmatch spielen. Ja, besser ist das, ey. Wäre ich noch im Training, hätten wir die weggemacht auf den Scheiß. Ja. Naja. Egal. Aber dann ist mit dem Rock Training, ne? Eskaliert. Scheiße. Scheiße, Mann. Randale, warum? Komplett eine Richtung zu kloppen. Ja, wir mal gucken, wie es nächste Session weitergeht. So, also ich habe, glaube ich, noch 4 Leben. Wie viel hast du noch? Du hast wieder 5. Ah, nee, doch. Nee, ich bin ja einmal gestorben. Du hast 4, ich hab 4. Und dann aber erfolgreich geflüchtet, die Flucht war ganz cool so. Und ich hätte beinahe sogar noch einen Otter getamed, es hat aber noch nicht ganz geknappt. Das wäre cool gewesen, ich hätte gerne einen Otter gehabt, ich hatte noch nie einen Otter. Ich weiß leider Neons Leben nicht, 3 oder 2? 2. Okay. Jo. Also den Dimo, den ich auf der Schulter habe, vielleicht sollten wir den dann in die Base packen, dass wir den schon mal so vorbereiten als Opfer. Könnten wir machen. Ich würde dem auf jeden Fall keinen Namen geben. Nicht? Nee. Nenn ihn Opfer. Opfer. Ja, mal schauen. Ja. So, alles klar. Dann vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Denkt bitte an den Daumen. Bis zur nächsten Folge. Mal gucken, wie es weitergeht. So. Genau. Und ich bin zu faul für eine eigene Abmod, also tschüss. Tschüss.